Wir fliegen über den Fjord von Oslo. Dort angeln sie auf dem Eis nach Fischen. Und hier oben auf dem Holmenkollen, da fischen sie nach dem Sieg in der Verfolgung. Da jagen sie Tora Berger, die Siegerin von gestern. Herzlich willkommen zum vorletzten Verfolgungsrennen dieser Saison. Es sieht alles nach einem Zweikampf der beiden Besten aus. Doch wenn zwei sich streiten, freuen sich womöglich die Kuzminas, Dorin Aberts, Pidruschnas und Henkels dieses Rennens. Gibt es eine lachende Dritte oder machen die beiden Besten der Weltrangliste es unter sich aus? Das ist die Frage der nächsten gut 35 Minuten. Tora Berger ist also unterwegs, die Siegerin von gestern, die neunmalige Saisonsiegerin, die viermalige Weltmeisterin von Njove Mesto. 12 Sekunden der Vorsprung, den sie von gestern aus dem Sprintrennen mitnimmt, auf Daria Domracheva, die Weißrussin. Das möglicherweise dann beim ersten Schießen, das erste Zweierpaket. Und dann kommt danach das zweite Pärchen mit Anastasia Kuzmina, der Slowakin, und der Französin Marie Dorin Aberts, die beide so gut wie zeitgleich auf die erste von insgesamt 5 Runden gehen. Und dann kommt ein Dreierpäckchen mit 2 Deutschen. Olena Pidruschna aus der Ukraine, gemeinsam mit Andrea Henkel und der eben schon angesprochenen Laura Dahlmeier, bilden jetzt gemeinsam die dritte Gruppe auf dieser ersten Runde. Die 60 Besten aus dem Sprintrennen gestern haben sich ja qualifiziert. Es gab aber 7 Absagen, nicht nur die von Miriam Gössner. 6 weitere Athletinnen verzichten auf den Start hier heute. Keine von ihnen ist übrigens krank. Alle sind einfach nur müde gegen Ende der langen Saison, wollen Kräfte sparen, weil sie eben teilweise in aussichtslosen Situationen an den Start gehen. Wir sehen rechts unten eingeblendet Miriam Gössner, DNS, does not start. Aber 3 weitere Deutsche kommen noch. Franziska Hildebrandt, Nadine Heuchler und Efi Sachenbacher-Steele mit Rückständen von 1,58 und dann jeweils 2,09 Heuchler und Sachenbacher-Steele. Da sehen wir die 3. Das ist dann schon eine ganze Menge an Rückstand, aber der Wind, der spielt ja eine große Rolle, der wird sicherlich einiges durcheinander wirbeln. Auch das haben wir ja in unserem kurzen Vorlauf eben schon angesprochen. Heuchler mit der 31 und rechts daneben Efi Sachenbacher-Steele mit der Nummer 32. Tora Berger an der ersten Zwischenzeit. 5x2 Kilometer werden gelaufen. Die Runde gehört an sich nicht zu den schwersten im Weltcup. 4x wird geschossen, aber die Bedingungen sind dennoch nicht leicht. Daria Domracheva, 2 Sekunden hat sie vom Rückstand wettgemacht an dieser Stelle. Denn Sie sehen es, die Strecke in der Sonne. Der Schnee ist recht alt, er ist auch recht schmutzig hier in der Nähe der Stadt Oslo. Dadurch schon recht stumpf, das haben sie gestern beklagt. 31 Sekunden war der Rückstand dieser beiden auf Tora Berger am Start. Kuzmina und Dorin Aberts haben ein wenig verloren. Und da im Hintergrund sehen Sie die Fahnen, wie sie dort im Wind wehen. Es bläst hier wie auf der Gorchfock. Und dann das Trio mit den beiden Deutschen. Andrea Henkel, gestern 6. und Laura Dahlmeier bei ihrem ersten Einzelrennen in einem Weltcup. Da ist sie gleich mal auf die 7 gelaufen. Jetzt Henkel und Dahlmeier vor der Ukrainerin Pidruschna. Tora Berger jetzt schon am letzten Anstieg. Der Gratishaugen hieß dieser Hügel früher mal. Wurde umbenannt vor 2 Jahren bei der nordischen Ski-WM hier in Oslo in WM-Haugen. Gratishaugen hieß er deshalb, weil man dort früher umsonst die Rennen verfolgen konnte. Das hat sich geändert. Domracheva knabbert eine weitere Sekunde am Rückstand ab. Ja, und nach dieser Kuppe, dann zieht sie schon wieder hier hinein ins Stadion. Tora Berger, die inklusive der WM 6-mal hintereinander auf dem Podest war. Zuletzt 4-mal Erste, 2-mal Zweite. Der König ist da, König Harald,
Großer Sportfan hier oben am Holmenkollen lässt er sich regelmäßig blicken. Und das ist natürlich die besondere Ehre und der besondere Anreiz. Der Sieger darf nach der Siegerehrung in die königliche Loge. Für Tura Berger war es übrigens gestern ihr erster Sieg hier am Holmenkollen. Und jetzt kommt sie hinunter an den Schießstand. Viermal wird insgesamt geschossen. Zunächst je zweimal im Liegendanschlag, dann je zweimal im Stehendanschlag. Nachladepatronen gibt es nicht. Wer daneben schießt, der muss in die Strafrunde. Und jetzt kommt es darauf an. Sie haben die Windfahne gesehen. Die Beobachtung von Wind und Wetter ist natürlich extrem wichtig. Die Bedingungen beim Anschießen waren sie schon wechselhaft. Mal von rechts, mal von links, dann wieder gar kein Wind. Jetzt im Moment hängen die Fahnen eher schlaff herunter. Jetzt wird dort im Oberarm Schießriemen eingespannt. Da befindet sich ein kleiner Haken. Ein Gurt wird befestigt, um das Gewehr zu stabilisieren. Und Berger beginnt. Hat gestern nicht so schnell geschossen wie sonst. Auch das beherrscht sie. Und jetzt nutzt sie die im Moment etwas günstigeren Bedingungen. Aber rechts sehen Sie, die Fahnen beginnen wieder zu tanzen. Domracheva schießt einen Fehler, 150 Extrameter für die Weißrussin. Das kostet sie so an die 20 Sekunden. Das ist die Chance für Kuzmina und Dorin Aberth. Und Berger läuft sich einen Vorsprung heraus. Hinten die beiden Deutschen haben eine kleine Lücke gerissen auf Olena Pilruschna. Und dann kommt das ganze große Paket der Verfolgerin. Aberth bleibt fehlerfrei. Kuzmina schießt einen Fehler. Also Aberth, die wird jetzt in etwa gemeinsam mit Daria Domracheva die Verfolgung von Tura Berger aufnehmen. Aber wir schauen auf Andrea Henkel und auf Laura Dahlmeier. Henkel beginnt mit einem Fehler, guckt jetzt noch mal nach. Was ist mit dem Wind? 32 Sekunden der Rückstand von Aberth, dahinter direkt Domracheva. Henkel hat jetzt den Rhythmus gefunden, es bleibt bei der einen Strafrunde und Dahlmeier lässt sich Zeit. Korrigiert jetzt, dreht bei links, meint also, dass der Wind von rechts möglicherweise etwas stärker geworden ist. Das entspricht auch meinem Eindruck, wenn ich hier die Windfahnen beobachte. Sie hat gesagt, mein Ziel ist es heute, die Null zu schießen. Das hat jetzt nicht geklappt. Ein Fehler wird angezeigt, zwei Scheiben sind weiß, sind schwarz geblieben. Ja, da kommt auch der zweite Fehler. Also zwei Strafrunden für Laura Dahlmeier. Aber Sie sehen's, die Tschechin Tsukalova vier Runden. Novakovska hat schon zwei Fehler geschossen, Gasparin drei. Liegend ist die eigentlich so gut, lag gestern nach dem Liegenschießen in Führung. Henkel sechste, 1:30 der Rückstand, Dahlmeier in der Strafrunde. Ganz oben die Grafik von Franziska Hildebrand, rutscht jetzt runter. Da sehen wir sie. Der Grafik kommt wieder etwas zu langsam. Hildebrand steht schon auf. Vier Scheiben waren dort gefallen. Ich kann es aus dem Fenster nicht erkennen. Ich glaube, sie hat alle fünf getroffen. Und das der Blick nochmal auf die Scheiben von Tura Berger, die da sicherlich einen günstigen Moment erwischt hat, als sie an den Scheiben lag. Da war der Wind nicht ganz so stark. Aber selbst das ist ja auch nicht immer ganz entscheidend. Wichtig ist ja, wie verhält sich der Wind im Unterschied zu dem Moment, an dem ich angeschossen habe. Nadine Heuchler fehlerfrei nach dem ersten Schießen. Efi Sachenbacher allerdings hat zwei Fehler geschossen und läuft jetzt hier im Stadion in der Strafrunde. Während Tura Berger draußen auf der Strecke ein Rennen von vorne möglicherweise kontrollieren kann. 24 Sekunden, 33 waren das an der Zeit, aber Tura Berger, die beherrscht das gesamte Klavier, die gesamte Klaviatur des Biathlons, die ist taktisch eben auch ganz gereift, die weiß genau, sie ist auf der Strecke nicht so schnell wie Daria Domracheva, die ist läuferisch im Moment das Maß aller Dinge, die läuft jetzt hier noch nicht am Anschlag, sondern eben so, dass sie auf sicher am Schießstand ein gutes Gefühl hat,
kann dann immer hinten raus nochmal zulegen. Und wir hören, dass Olena Pidruschna aufgegeben hat. Da sehen wir sie auch, nachdem sie ja gemeinsam mit den beiden Deutschen Henkel und Dahlmeier ins Rennen gegangen war, hatte ja ein paar Sekunden auch auf der ersten Runde verloren. Aber dass sie jetzt hier direkt nach dem ersten Schießen aufgibt, das ist ungewöhnlich. Pidruschna war ja Sprintweltmeisterin geworden und hat die Bronzemedaille in der Verfolgung gewonnen vor 3 Wochen bei den Weltmeisterschaften im tschechischen Nové Město. Nové Město, so heißt es. All-Starts regular, no time adjustments, also es gab keine Frühstarts. Die Athleten sind ja am Start selbst dafür verantwortlich, dass sie nicht zu früh loslaufen. Wer zu früh losläuft, der kriegt 30 Sekunden Zeitstrafe. Das wird heute keinem widerfahren. Da haben sie also alle gut aufgepasst. Tja, nach dem ersten Schießen Andrea Henkel 6. mit 1,30 Rückstand. Laura Dahlmeier 14. 2,12 ihr Rückstand schon nach den beiden Fehlern. Hildebrand 17. 2,20 der Rückstand. Horchler 19. 2,35 ihr Rückstand. Evi Sachenbacher von 32 auf 34 gefallen. 3,27 ihr Rückstand nach vorn. Und unter dem Jubel der norwegischen Fans kommt Tura Berger zum zweiten Schießen ins Stadion. Ja, der Wind ähnlich wie bei ihrem ersten Schießen, leicht von rechts. Wirbelt er rein von rechts. Wenn er von rechts kommt, ist er nicht ganz so stark, denn dahinter ist ein großer Wall, die Verlängerung der Tribüne. Wenn er von links kommt, dann ist er immer etwas stärker, etwas schwerer zu beherrschen. Und dort kommen Domracheva und Dora Berger. Jetzt beginnt Dora Berger mit einem Fehler. Das kriegt Daria Domracheva mit. Berger jetzt also mit 150 extra Metern. Aber korrigiert dort auch die Visierlinie. Haben Sie gesehen, kurz der Griff mit der rechten Hand. Dort gibt es 2 Stellschrauben am Diopter, da kann die Visierlinie verstellt werden.